Hallo Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 2. Jetzt ist, glaube ich, alles bereit, damit wir diese Bestie da vorne, diese Frau Fehrgeld, endlich besiegen könnten. Sie kann sich jetzt nicht mehr wiederbeleben, weil Goldie und Sylvie weg sind. Aber mal sehen, ob das klappt. Ihr habt Goldie und Sylvie besiegt! Ich muss euch doch so dramatisch wie möglich vernichten! Dam, dam, dam! Zeit, die Dam-Dam-Damme ein für alle Mal zu besiegen, Shawnee. So sehe ich das auch. Okay. Wir geben den Tempo-Talisman an Ichibanga. Der soll richtig doll reinfliegen. So, eins drauf, auf Frau Fehrgeld. Sollten wir wirklich die Ulti-Seels aufbewahren. Für dann, wenn sie neue Yokai ruft. Die Ulti-Seel von Bakuya könnte ich eigentlich bereits mal einsetzen. Na, zu viel Damage. Muss Dornian heilen. So. Schlummern eben. Und dann direkt ein Item auswählen, zack, und Dornian geben. So, und dann wechseln wir. Level D. Okay, alles klar. Ulti-Seel von Dornian. Diese müssen gleich vernichtet werden. Schnell wie möglich. Ich muss Chibanyan heilen. Verflucht. Sonnige Tatzen. Die ist noch nicht kaputt. Scheiße. Heilen. Und zwar Chibanyan. Und dann kommt seine Ulti-Seel. Los, los, los. Chibanyan. Nein, ich muss Chibanyan schon wieder heilen. Los, Tatzen des Zorns. Nee, wir ziehen ihn zurück. Ich kann doch nicht heilen. Warum lebt das Kackvieh immer noch? Okay. Oh Gott, da ist ein Irrlicht. Ich brauch das. Ich brauch das. Shit, das Irrlicht ist gleich weg. Ich kann es nicht einsammeln. Verdammt, ich kann nichts tun. Doch, es ist noch da. Okay, das brauche ich. Das Irrlicht, bitte. Es ist weg! Okay, ich muss hier heilen. Chibanyan. Und dann muss ich wieder wechseln, damit ich Bandito reinigen kann. Fuck! Nein, jetzt ist Frostina wieder. Nein, Frostina, scheiße, ich wollte jetzt gleich wieder unten. Nein! Ich verkacke das Zeichnen. Nein, ich verkacke das Zeichnen! Los, Frostina, bitte! Frostina, komm! Nein, warum? Oh, lass den Quatsch! Ja, noch mal Monster, 41 Level. Weiß nicht gut. So, aber dann unbedingt direkt Frostina heilen, zack. Dann wechseln und dann Bandido! Sind hier ein bisschen zu viele kopierte Yokais auf dem Feld. Gefällt mir nicht. Ich glaube, es ist wirklich besser, hauptsächlich auf die Olle da einzukugeln. Ich glaube, es ist wirklich besser. So, Chibanyan. Du wieder. Okay, Chibanyan gleich wieder auswechseln und dann Bandido heilen. Oh, und dann Chibanyan wieder. Oh, reinigen, das gibt's doch nicht. Ja, gleich wechseln und wie gesagt, Bandido heilen. Und dann hier entseelen unseren Chibanyan. Komm! Ja, so guter Damage. Oh, lass doch den Scheiß jetzt mal! Bakuya, komm! Kannst du mal was machen? Wie wäre das denn? Ja, außer beseelt werden. Vielleicht schläft das andere wieder ein. Sollte ich eigentlich hier Dinge zurückziehen? Bandito? Wenn er seine Kraft beraubt wird, ich weiß es gerade nicht. Na? Ja, das bringt nicht viel. Scheiße. Ja, okay, wenn die beiden. Scheiße. Das bringt nicht viel. Die Yokais, deren Level beraubt wurden, die sollte ich nicht kämpfen lassen, weil die sind dann verdammt schwach. Das ist ein Problem. Das ist die
taktisches Problem. Ich muss die Banyan heilen. Los, Items, danke. Die Banyan, wunderbar. Dann gleich weitermachen mit der Ulti-Seele von... Die Banyan's Ulti ist nicht voll. Ich dachte doch. Scheiße, doch, jetzt ist sie voll. Alles klar, alles klar. Nein, nicht nochmal Level Deep. Lass den Scheiß jetzt. Nochmal von dem Luna. Los, die Banyan, bitte. Banyan, bitte. Dann kommt halt wieder der Luna raus. Das Ganze bringt ja nichts. Machen wir nicht gut. Wir werden die Seelenanzeige von Banyan wieder erhöhen. So, das ist die Ulti gleich wieder bereit. So, Banyan. Wir setzen alle auf dich, okay? Wir setzen alle auf dich. Jawohl. Na, der Mona ist immer noch nicht so weit. Verdammt nochmal. Ey, lass doch den Scheiß jetzt mal. Jetzt ist Dornian. Oh, fuck. Okay, Bandido. Du bist dran. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich komme kaum zum Angriff. Ich komme echt kaum zum Angriff. Geschweige denn zum Heilen. So, was guckst du so? Gleich noch Frostina hinterher. Mein Gott, dieses Kopieren von Yokais ist scheiße. Ich glaube, die Taktik, immer auf sie einzuprügeln und die anderen mit Ulti-Seelen zu besiegen, ich glaube, die ist gar nicht mal so verkehrt. So, dann sollten wir die Runde nutzen, um jemanden zu heilen. Wer ist denn am nötigsten? Bakuvia. Und Dämona, jawoll. Dämona ist wieder komplett, beziehungsweise hat ihre Kräfte zurück. Was zeigt Stopper? Was macht sie jetzt? Dämona, komm. Dunkelchaos. Wir müssen es stoppen, was sie da macht. Nein, sie kommt durch. Was passiert jetzt? Na, oh, was? Oh nein, oh nein, oh nein. Klopfen, 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 klopfen. So wie ich noch nie geklopft habe. Oh, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Oh, nicht Dornian. Halt jetzt die Klappe, verdammt. Dann auch noch gleich hier. Muss schneller gehen. Muss schneller gehen. Der Mona, komm, wir brauchen dich. Gut, das Gegner besiegt. Dann Shibanyan. Oh fuck, warum ist der Mona immer noch besiegt? Das wollte ich nicht. Los, Shibanyan. Nein! Nein, jetzt hat sie wieder... Oh fuck! Dornian und der Mona können nicht wirklich angreifen. Das ist scheiße. Die anderen beiden... Die anderen sind angeschlagen. Das ist... Oh, fucking... Okay, Freund, geben Bandido. Ich glaube, das ist wichtiger. Hier ist die Ulti-Seele von... Oh, Bakuvia, komm. Vielleicht kannst du die Viecher irgendwie einschlafen lassen. Das wäre wichtig. Das ist auch besiegt! Oh mein Gott! Seltsame Macht verringert das Tempo. Ulti mich alle verarschen. Scheiße, scheiße. Wir haben ein Problem, verdammt! Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Blitz! Nein, wir verlieren Rostina. Ja, tun wir. Scheiße! Das gibt's doch nicht! Rostina, heilen. Hier, zack. Was? Warum geht's nicht? Lebt sie noch? Moment, lebt sie noch? Ich dachte, sie ist down. Ne, sie lebt noch, gut. Da haben wir... den Mona. Ja. Das muss jetzt geschehen. Kommen und dann sollte Bandido ein bisschen angreifen. Unbedingt. Oh mein Gott! Komm schon. Komm schon, Bandido. Was guckst du so, hä? Dann heilen. Unbedingt. Rostina, hier. Dann direkt durch die Seele. Nein, Bandido! Fucking, fucking, fuck! Ja, ergib dich, du miese Olle! Nein, doch nicht auf Bandido! Los, Shibanyan! So, Bandido zurückziehen und Ulti-Seele von Dornian bereit machen. Da muss ich Bandido unbedingt heilen. Wir haben sie doch bald! Wir haben sie bald! Bandido, ich muss ihn unbedingt heilen, unbedingt! Jetzt zack! So fantastisch! Wir wechseln kurz auf Rostina, vielleicht kommt sie mit ihr Ulti-Seele durch. Vielleicht. Ja, Eis. Macht zum Beispiel jetzt nicht ganz so viel aus. So. Nein, Dämona, nicht röden! Aber Rostina macht sich Platz.
Das war's doch nicht! Doch, das war's. Du olle, alte, hässliche Witch. So. Geschafft. Das war jetzt, es ging, ja, es ging. Aber es war nicht leicht. Und wie viel kriegen wir? Über 5000 Erfahrungspunkte. Oh, fantastisch. Fantastisch. Riesenkugel. Oh, super. Haben wir's? Das war nicht der Endkampf, oder? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben Frau Fairgeld besiegt. Gute Arbeit, Johnny. Nein, ich kann nicht besiegt werden. Und sie ist weg. Fuck. Okay, es wäre zu schön gewesen. Wie könnt ihr nur? Ich zeig's euch. Ernsthaft, sie beseelt alle Menschen hier? Ach du Scheiße. Sie entzieht ihnen ihre Energie. Oh shit. Hey, wo ist Frau Fairgeld hin? Sieht aus, als würde draußen etwas passieren. Wir sollten mal nachgucken. Sieht draußen nach, ja. Aha, toll. Kann ich mich auf den Stuhl setzen? Nö. Das ist nicht gut. Ich will nicht nach draußen gehen. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ich glaube nicht, dass jetzt direkt gleich nochmal ein Endbosskampf kommt. Glaube ich nicht. Da, geht zu dem Auge da, verdammt. Ja, das alte Lenzhausen. Es ist dunkel. Das muss Fairgelds Werk sein. Die Dunkelheit wird die Stadt und Meer bedecken, wenn wir sie nicht stoppen. Das können wir nicht zulassen. Finden wir sie, jetzt! Ja, ja, wir finden sie, nachdem wir uns geheilt haben. So, okay, alles wieder gut. Nee, nicht alles gut. Nicht alles gut. Natürlich speichern wir noch mal kurz. Nach diesem Kampf, auf jeden Fall. So, gut. Jetzt bin ich bereit. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was ich gleich sehen werde. Da steht immer noch so ein Yokai. Na, geh weg. Komm ich jetzt hier durch? Verriegelt. Ist jetzt echt verriegelt, ne? Wie zur Hölle komme ich denn jetzt hier weg? Kann nicht mal aufs Rad steigen. Also hier nach rechts geht's nicht. Wie komme ich denn jetzt? Was übersehe ich? Komme ich hier durch? Nö. Wie bin ich denn da runtergekommen? Ah, hier. Ah, hier. Ganz vergessen, wie ich hier runtergekommen bin. Mein Gott, warum kann man die Tür nicht einfach entriegeln? Ernsthaft. Ernsthaft. Es wäre nicht zu viel verlangt gewesen, glaube ich. So und so und... Was? Ah, hier kann ich wieder hochklettern und dann runter. Gut. Das Tor ist wieder zu. Da steht immer noch besiege Frau Fairgeld. Hm. Doch jetzt nicht direkt nochmal, oder? Oh Gott, da steht sie. Ich sehe sie auf der Karte. Was? Nein, ich wollte nicht so schnell. Oh nein. Wow, welche Stärke! Stiehlt sie die Kraft überall im Wald Lenzhausen? Es sieht so aus, ja. Einst haben alle Menschen mir alles weggenommen. Meine Lebenslust, Zeit. Also erwidere ich diesen Gefallen. Ich stehle den Menschen Zeit und Freude. Was zum
Frau Fatal. Ich nehme euch alles weg. Alles. Alles. Dam, dam, dam. Frau Fatal, großer Gott, ich bin nicht bereit dafür. Sie ist riesig. Das ist schlecht. Das ist ein Fall von wirklich, wirklich üblem Yokai-Unfug. Jetzt sind wir an der Stelle, an der der Endboss seine Form verändert und im zweiten Kampf noch stärker ist. Jetzt ist der falsche Zeit, das Offensichtliche wiederzugeben, Weißkopf. Ihr seid mir alle im Weg. So werde ich das nicht stehen lassen. Nicht stehen lassen? Das sage ich zu dir, du Unhold. Nein, wir werden deinen bösen Plänen ein Ende bereiten. Genau, der unbesiegbare Held, der starke Beschützer. Wir beschützen das alte Lenzhausen zusammen. Ich nehme euch alles, sogar eure erbärmlichen Schlachtrufe. Ich bin nicht bereit, jetzt nochmal zu kämpfen. Ich bin nicht bereit. Ich bin wirklich nicht bereit. Leute, das war's für heute mit Yo-Kai Watch 2. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut oder besser. Tschüss.